Ajax Amsterdam hat am Dienstag nicht nur drei wichtige Punkte im engen Kampf um die Meisterschaft mit PSV Eindhoven eingefahren. Beim 4:2-Erfolg über Vitesse Arnheim stellte der Champions-League-Halbfinalist mit nun 160 Treffern in dieser Saison außerdem einen niederländischen Torrekord auf, und Dusan Tadic hatte doppelten Anteil daran. Der Serbe nutzte das Spiel, um sich zum wiederholten Mal ins Rampenlicht zu stellen. Bildergalerie Champions League, Halbfinale, Power Ranking mit Barcelona, Ajax, Liverpool und Tottenham 31 Bilder mit zwei Treffern und einer Vorlage kommt Tadic jetzt wettbewerbsübergreifend auf 53 Scorerpunkte. Damit lässt er zum Beispiel Cristiano Ronaldo 39 Scorerpunkte, Mohamed Salah 32 Scorerpunkte oder Eden Hazard 29 Scorerpunkte mit großem Abstand hinter sich. Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige einzig Lionel Messi, 67 Scorerpunkte, ist momentan europaweit an mehr Toren beteiligt. Spätestens seit seiner Gala in der Champions League beim 4:1-Sensationssieg der Niederländer im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid zweifelt keiner mehr an der individuellen Klasse von Tadic. Champions League-Debüt mit 29, kaum zu glauben, dass es für ihn im Alter von 30 Jahren das erst 14. Spiel in seiner ersten Saison in der Champions League war. Damit ist er endgültig in Europas Fußballelite angekommen und bekommt endlich die Anerkennung, die er verdient. Durch seine Leistung in Madrid verdiente er sich auch eine höchst seltene Bewertung, ein 10/10-Rating der französischen Zeitung L'Équipe. Eine Ehre, die bisher insgesamt nur 10 Spielern in über 30 Jahren zuteil wurde, über Serbien in die Niederlande, doch bis dahin war es ein weiter Weg, auch wenn alles anfangs nach perfekten Voraussetzungen für eine Traumkarriere aussah. Tadic begann als vielversprechendes Talent in seiner Heimat bei Vojvodina Novi Sad, wo unter anderem auch Gojko Kaca und Mijat Gacinovic ihre ersten Spiele im Profibereich machten. Ab der Saison 2006/07 gehörte der damals 18-Jährige zum Profikader und kam bis zu seinem Wechsel 2010 in die Niederlande zum FC Groningen auf 26 Tore und 17 Vorlagen in 87 Spielen in der serbischen Superliga. DZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live. In den zwei Jahren in Groningen verzeichnete der Offensiv-Allrounder beeindruckende 32 Assists und traf selbst 14 Mal. Bevor er den Sprung auf die große Bühne Premier League wagte, folgten beim FC Twente noch einmal zwei Jahre in der Eredivisie und seine Statistik wurde besser und besser. Meistgelesene Artikel in Fußball, Premier League United Fans hoffen auf Derby Pleiteint. Fußball, Eredivisie, die Odyssee des Peñal Milapent. Fußball, La Liga Zoff mit Morata, Schiri gesperrt, Motorsport, Formel 1 läuft Leclerc Vettel den Rang ab. Fußball, Bundesliga, Bentaleb erneut strafversetzt, vor allem vor dem Tor agierte der Serbe nochmals abgeklärter, konnte in den zwei Spielzeiten in Enschede seine Torausbeute mit 32 Treffern im Vergleich zu Groningen um einiges verbessern. Southampton Calling. Beim FC Southampton, wo er ganze 4 Jahre blieb, folgte dann die Stagnation. Besonders seine fehlende Konstanz wurde ihm von den kritischen englischen Medien oft angekreidet. Einer Gala-Vorstellung mit 4 Vorlagen im Oktober 2014 beim 8:0-Sieg der Saints gegen den FC Sunderland folgten wieder Wochen, in denen Tadic nicht besonders hervorstach. Immer mal wieder sah man seine Klasse aufblitzen, aber auch Southampton konnte nicht mehr an den 7. Platz aus Tadics Debütsaison anknüpfen und so verpasste es auch der Serbe, regelmäßig auf sich aufmerksam zu machen. Nach seinem Wechsel zurück in die Eredivisie beklagte er sich besonders über die raue Spielweise in der Premier League und darüber, dass man dort als Offensivspieler nicht geschützt sei. Das war aber nicht der einzige Grund für seine Rückkehr.
Beeindruck von Amsterdam. Die Champions League ist einer der Gründe, warum ich zu Ajax gegangen bin. Es ist ein Traumverein, sagte Tadic im Interview mit Live After Football und zeigte sich auch beeindruckt von seinen jungen Teamkollegen. Manche von ihnen können die Besten der Welt werden, weil sie eine großartige Mentalität haben. Bildergalerie Transfermarkt. Ajax Amsterdam vor dem Ausverkauf. Welcher Club holt wen? 28 Bilder. Das Erreichen des Champions-League-Endspiels wäre auf jeden Fall ein weiterer großer Schritt, nicht nur für die jungen Wilden aus Amsterdam, sondern auch für Tadic. So oder so wird er seinen 34 Toren sicherlich noch das eine oder andere hinzufügen können und seine beeindruckende Saison weiterkrönen. In Southampton wird man die Entwicklung mit Bedauern beobachten. Der Club von Ex-Leipzig-Trainer Ralf Hasenhüttl kommt diese Saison insgesamt nur auf 47 Tore. Let's block it's why.